wandelbares Leben. Yeah. Wir schreiben, dass er 2005 irgendwo in Deutschland Wandelbars kommt auf die Welt, sodass ich Mutter freuen kann. Eigentlich. Aber nicht bei Wandelbars. Wer ist das? Sag mal, kann der was? Als Wandelbars seinen ersten Schritt versuchte, fiel er um im ersten Tag im Kindergarten. Schrie er rum, in der Schule wurde er nur gemobbt, nicht mal die Hauptschule hat er gerockt. Im Gegenteil, er schrieb ständig nur noch Vieren. Daraufhin fing er an, seine Freizeit in Rap zu investieren. Bei über 10 Turnieren will er sich qualifizieren. Und das ist nicht mal ansatzweise übertrieben. Sogar ein Battle gegen Raccoon hat er verloren und sich danach Rache geschworen. Deswegen die Quali. Jetzt sind wir hier heute zusammengekommen, denn wir sind beim heutigen Tag angekommen, um auf seine Beerdigung abzufeiern. Denn Cosmic trat ihm heftig in die Eier. Früher als Kind wurde er beim Unfall in einem Krankenhaus verstümmelt. Deswegen sieht man ihn heute im Zimmer mit Sonnenbrille. Wisst ihr, aus was dieser Unfall bestand? Er wurde hochgeworfen und nicht aufgefangen. Jetzt sind wir fertig, seine Gegner, seine Fehler sahen wir. Und jetzt ist richtig Party hier! Yay! Wandelbars, Wandelbars, Wandelbars. Trauriges Leben. Schluss mit Lustig. Spaß beiseite, Leute wie du fucken mich ab, denn du gehörst zu denen, die ich gar nicht mag. Machst auf Angeber, Poser, recht, danke, leiser. Muss ich dich wohl mal in deine Schranken weisen, aber deine Art geht mir mächtig gegen den Strich, weil du dich für Sachen feiern lässt, die es nicht gibt. Bestes Beispiel ist dein Reimgroßschreiben-Zeug, das ist ziemlich peinlich, so bekommst du keinen Freund. Schlechte Reime sind keine Schande, sind mir selber voll egal, aber so ein Wacker-Bitch-Move ist halt eine Qual. Und ich weiß, deine Technik ist trotzdem besser als meine, aber ich disse hier auch nicht deine Reime, sondern die Art, wie du sie verkaufen willst und dann noch denkst, dass du mich im Battle killst. Und los, battle meine Technik, das wäre für mich am besten, denn ich kenne meine Schwächen, so kannst du mich nicht treffen. Wandelbars klingt wie das verlängerte Wort für Wack MC, und ich gelte als der, der dich verrecken ließ. Denn du battlest für mich, doch das packst du nicht, denn du bist nur eine kleine Snitch. Und was Drogenkrankheit, hä? Hiernach hast du einfach alles: Krebs, Malaria, Pest, Ebola und im Falle des Falles auch Schnupfen. Schnupfen, yeah. Ich bin rachsüchtig, keiner kann mich stoppen. Und du bleibst hier leider nicht ganz trocken, denn du wirst im Battle von mir nass gemacht und halt direkt krass geklatscht. Und dein Name? Ja, was soll ich dazu sagen? Durch ihn hältst du dich für erhaben. Doch statt Wandelbars nenn dich lieber Austausch oder Besiegbar, denn das wäre allen sehr viel lieber. Hey, die Line kommt doch von die Akonen, dein die hat er mir im Vorweg gestohlen. Yeah. Krasse Hobby-Action, kein guter First, ich nenn mich ab heute Gutenberg. Du nennst das Turnier hier Kinder-Rap und du bist ja erwachsen. Das lass ich mal so stehen. Ich hoffe wirklich richtig doll, dass wir uns nie mehr sehen. Wandelbars klingt wie das verlängerte Wort für Wack MC, und ich gelte als der, der dich verrecken ließ. Denn du battlest gegen mich, doch das packst du nicht, denn du bist nur eine kleine Snitch. Und was Drogenkrankheit, hä? Hiernach hast du einfach alles: Krebs, Malaria, Pest, Ebola und im Falle des Falles auch Schnupfen. Schnupfen, yeah, Schnupfen. Noch ein Part wollte ich mir eigentlich klemmen, doch eine Sache konnte ich nicht vorher nennen, weil es so lange dauern wird. Doch hört einfach zu, denn das spricht für sich selbst. VWAERBAMRBACBERBORBNZGB. Check the Rapper Battle PMRBGPRMTB sind die Battles, bei denen du mitmachst. Klär mich auf, wenn ich was vergessen hab. Ja, und weil ich halt in meinem Text noch was anderes sagen wollte als seine Battles, dass er dabei nie Erfolg hatte, spricht für sich selbst, halt, habe ich das jetzt mal am Ende noch angehangen.